Freunde, kurz über den Film, Boss, kurz über meine Freunde. Bruno, ein Whiteboy, erzählt im Interview, dass er irgendwie damals eine Möglichkeit hatte, von UFO gesigned zu werden, aber es kam zu Unstimmigkeiten. Und dann wurde er einfach durch Dataläufer ersetzt. Verdammt nochmal, überleg mal, dass wir diesen Edward Whiteboy Heini haben könnten statt Dataloaf. Okay, nichts gegen ihn, aber Data macht eher so Kindermusik, verdammt nochmal. Außerdem, wenn er schon sein hat, er glaube ich irgendwie Schizophrenie oder so, verdammt nochmal, weil er sich ständig boxen mit irgendwelchen Leuten, Mann. Was ist denn da los? Ey, Ufo, hättest du mal diesen Streit vor Jahren mal sein lassen können? Hätten wir vielleicht jetzt einen anderen Typen? Weil er holt das Messer aus, dieser 0,2-Song war schon nicht schlecht von diesem Whiteboy Heini da. Das wäre schon mal besser auf deinem Label gewesen. Aber stattdessen sich den Data zu holen, ich weiß ja nicht. Also sei ihm sein Fame und sein Erfolg ja gegönnt durch dich. Aber wir hätten mit dem anderen vielleicht viel mehr gehabt. Verstehst du, was ich meine? Deshalb das nächste Mal lieber Ausschau halten, vergleichen wie bei Vergleichsportalen, wie bei, keine Ahnung, Check24.de erstmal vergleichen, welche Rapper welche Qualitäten haben und dann auswählen, UFO, ja? Und nicht einfach den nächstbesten Dude, der dich auf Instagram anschreibt, einfach zu sein. Und nur als Tipp vom Boss. Okay, meine Freunde, das war's mit dem Boss. Aber ich den gleich nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.